Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World 2. Immer noch mit dabei, der auf Reingeek browsende Modder. Hallo! So, ich habe jetzt gerade eben noch die Lapis spawn bekommen. Und habe dann mal ganz kurz hier offscreen, nochmal schnell mit der Imperial Dawn reingeklatscht und, naja, die Diamond Queen bekommen. Die habe ich jetzt mal gerade hingesetzt. Und damit haben wir schon mal die erste Biene, die muss man halt nur noch so ein bisschen abkaufen. Und was ich jetzt mal noch machen wollte, ist, ich wollte dann jetzt mal anfangen mit dem Industrial Apiary. Der Industrial Apiary ist halt energiebetrieben und so weiter, aber den können wir halt ziemlich gut aufputzen. Und wie, das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Zuerst müssen wir erstmal craften. Das ist gerade wieder ganz easy, erstmal ein Pisten. Fertig. Zwei Tinkers Allergias. Zwei. Casing und wie acceptable, aber wir brauchen das Bronze und Gold auch bitte. So, Amber. Dann einfach noch einen Sack. Industrial Carry, sehr schön. Ich nehme auf jeden Fall gleich mal ein paar Adapter. Dein Ernst? Das ist ein Okay. Wo war ich jetzt dran? Ah ja, ich wollte mal ein paar Kabel mitnehmen. Habe ich hier noch? Ne, schade. Na gut. Wo haben wir Ferris? Ferris haben wir da. Das war so und Redstone. Ich hab vergessen, mal die Raten. Na, ja. Ach so, warte. Gut, haben wir nochmal 10 Harden, das sollte auch gleich reichen. Ich hab Besuch. Hallo? Ihr kauft nichts von Sagi Hovers. Ihr kauft nichts von Sagi Hovers. Na gut, auf jeden Fall, ich stelle dann schon mal hier den Industrial Carry hin. Oder hier schon mal die Verkabelung hin, der ist von hier, sehr schön. Alles nett, Energy Conduit. Und dann einmal so. Der lädt sich auch nicht auf. So, und wir können dann halt noch in den Industrial Query Upgrades reinknüppeln. Und da hätten wir zum Beispiel hier ein Production Upgrade, Lifespan Upgrade, Flowering Upgrade, Territory Upgrade, Humidifier, Dryer, Feeder, Cooler, Plains, Sea Upgrade, Light Upgrade, Open Sky Upgrade, Hell Emulation, Automation Upgrade, Steve Upgrade und so weiter und so fort. Was wir auf jeden Fall wollen, wir brauchen auf jeden Fall einige von den Production Upgrades, ein Ziel Upgrade, Light Upgrade und ich wollte noch ein Automation Upgrade. Der hat nämlich halt hier, hier vier Straps. Warten wir erstmal, bis die wieder fertig ist. Und in der Zwischenzeit machen wir erstmal so ein paar Upgrades, damit die auch schön aufs höchste ausgelastet ist. Scheiß Bienen. Ja, das muss ich nur noch fürs Video gehen. Auf jeden Fall, wir brauchen Upgrade Frames. Dafür brauchen wir aber Gold. Na, das heißt natürlich sehr stolz um mich. Machen wir mal 36. Wie viele kriegen wir da raus? Oh, eins. Ich mache mal so viele wie geht. Obwohl, 12 brauchen wir eigentlich nur. Wir brauchen eins. Upgrade, dafür brauchen wir noch Beast Packs, also Bienenwachs. Und das habe ich schon ein bisschen vorbereitet. Ich habe gerade eben mal ein paar Honigwaben in die Zentrifuge geschmissen. Komm, machen wir mal die Springy Comp. Oh, wir kriegen diese Bienen sogar so gut wie nie verarbeitet.
auf jeden Fall, wir brauchen 1, 2, 3, 4 Bienenwachs. So, das haben wir dann schon mal. Damit haben wir das erste Upgrade fertig. Dann brauchen wir das Automation Upgrade. Das ist auch alles kein Problem. Haben wir noch ein... Oh, uns hat fehlt nur noch der Pisten. Doof. Und... Zweites Upgrade ist fertig. Dann, was habe ich noch gesagt? Das Light Upgrade. Aber auch fertig. Und jetzt kommen wir zum Production Upgrade. Klaus. Ja. Nee, ich will immer noch die Tinkers Alloy, die sind günstiger, davon brauchen wir ein paar mehr. Tinkers, nein, 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 immer noch nein, fast, nein, nein, danke. Boah, das reicht mir jetzt so 4 Stacks. Ich muss irgendwann mal das automatische Craften anfangen. Das Ganze um so viel erleichtern. 5, 6, 7. Das ist noch kein großes Problem, da wird es einfach von Cube, oder? Ja, ja, ich bin. Aber weißt du, was das Problem ist? Ich bin zu faul. Okay, wir brauchen jetzt aber auf jeden Fall noch ein bisschen Sugar. Und zwar genau müssten das 16 sein, wenn ich Mathe gut kann. Oh, ich kann Mathe gut. Wieso habe ich denn keine 1 in Mathe? Verrat es mir. Dann noch ein Zucker, oder? So. Ich habe auch gar nicht mehr seit der letzten Aufnahme in den Laserdrill geschaut, ob da jetzt noch was angekommen ist. Ah, halt, Royal Jelly noch. Das habe ich ja zum Glück schon ein bisschen zusammengefarmt. Wenn ich dann denke, wie lange man normalerweise dafür da braucht. Wie sieht das aus? Weiß noch mal, ja komm, haben wir nichts anderes, ein Zombie-Brain. Haben wir auch mal wieder ein bisschen Gehirn im Kopf. Das ist irgendwie traurig. Dass man Gehirn fressen muss, um Gehirn im Kopf zu haben. Okay, Royal Jelly und Sugar. Und dann haben wir die Upgrades. So, dann bewegen wir uns mal kurz drüber. Und installieren mal die Upgrades. Die gehen ganz einfach. Damit sind die Upgrades installiert. Einfach reinlegen. Jetzt, ja, jetzt brauchen wir nur noch eine Biene. Das heißt, wir müssen nur mal kurz warten. Ich schau mal ganz kurz, ob ich noch irgendwas machen könnte. Aber mir fällt gerade nichts Besonderes ein. Ich schau mal ganz kurz bei den Herzen, was da angekommen ist. Also hier und dann nochmal bei der Quarry. Malachit Ore, 3 Glowstones. Das lasse ich einfach mal so ein bisschen nebenbei laufen, ne? Und was ist hier? Holy Oil. Jetzt fragt nochmal, wie ich schon, als ob ich hier angekommen bin. Hm? Und naja. Ich weiß schon, warum ich also 28.000 Slots habe. Ja, ich glaube, du brauchst auch. Hm? Jetzt dann muss ich, wenn das so weitergeht, irgendwann nochmal der DSU machen, also eine Deep Storage Unit. 3 Millionen. Das sollte für das erste reichen. Ja, und ich bin natürlich wieder falsch gegangen. Ich wollte auch die Ärzte mitnehmen. Alter! Wollt ihr mich verarschen? Schon wieder 21! Läuft! Ach, ich hab gerade das letzte noch gesehen, aber da bin ich gerade echt nicht schnell mit. Gut, wie lange ist sie auf? 9 Minuten erst. Wow. Schmeiß mal nochmal das Ferris and Pulverizer. Auf der Hoffnung, dass wir noch einen Shiny Ingot bekommen. Jo. Dann kampfen wir auch hier noch ein paar Erze rein. Machen wir das so. Zack. Kurz.
Zack. Putz. Weiß eigentlich, woher dieses Putz kommt. Das ist von einem berühmteren YouTuber, der ziemlich viel mit LOL macht. Nennt sich Hand of Blood. Der macht aber auch so schon andere Sachen und da macht er so ein Zombie-Spiel. Dying Light, kennst du das? Ja, sag mal, ich glaube, ich habe es auch nie angesehen. Nie angesehen ist gut, das ist gerade erst in Amerika angekommen. Und naja, wird in Deutschland nicht veröffentlicht. Also ich bin ehrlich, ich finde das Spiel eigentlich ziemlich gut. Kannst du sagen, was du willst. Da ist noch Gold drin. So, und jetzt komm schon. Biene, sei fertig. Bitte, bitte, tust mir einen Gefallen? Machst du das? Ja, bitte, bitte. Ach, du bist gefeiert, Biene. Arbeitet die auch noch? Die arbeitet sogar noch, das ist ja cool. Ist hier mittlerweile noch etwas? Nee, nicht so wirklich. Alter, ich merke die ganze Zeit, wie sie bei mir wieder in Facebook in der Gruppe am Rumspammen sind. Ich merke noch mal, wenn die... schnell noch ein paar Comms verarbeiten. Da wird dazu aussehen, dass vielleicht produktiv, obwohl ich einfach auf eine Biene warte. Ist jetzt fertig? Close. Für morgen war jetzt auch, oder? Morgen haben wir Rally und Dodge. Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich ein Rally nie weiter aufbekomme, weil Rally. Und naja, halt. Der Döse ist halt einfach aus. Ich weiß auch gar nicht, ob es gerade so eine awesome Idee ist, einfach einen Namen zu nennen, obwohl ich eine Aufnahme bin. Ich kam das so ein bisschen zu spät auf. Ich merke es jetzt, ich sehe es schon, komm jetzt einfach, wenn ich das nächste Mal die Folge rausgehauen habe, dann Religion. Was soll denn das? Ich komme da so auf mich zu. Hab ich hier halt auch meinen Namen zu sagen. Und wenn du jetzt meinen Nachnamen rausbrüllst, dann hau ich dir so derb auf die Fresse. Das würde ich dir sogar noch zutrauen. Kristalline Pollen? Was kann man mit kristallinen Pollen machen? Sehr viel. Kann man die einfach auf einen Baum setzen oder ein Happy Birthday oder? Nö. Behalten wir einfach mal, wenn irgendeiner weiß, was man mit kristallinen Pollen machen kann. Einfach mal einen Kommentar hinterlassen, würde ich mich freuen. Dripping kommt noch, aber jetzt komm schon, jetzt muss die Biene doch fertig sein, oder? Jawoll, die Diabiene ist fertig! Und das knüpfen wir einfach mal hier rein und jetzt sollte die sogar hardcore arbeiten. Naja, die Energie geht ziemlich schnell leer gerade. Okay. Okay. Den Carpenter brauche ich gerade erstmal nicht mehr. Ich mache, glaube ich, doch noch einen Ender Generator. Hätte ich jetzt nicht genau gerechnet. Verdammt. 1, 2, 5 war das, glaube ich. Das war, meine ich, so. Ich will es hoffen. Ender. Na, natürlich nicht. Ender Generator. Ja, das sieht gut aus. Braucht man einen Block auf Iron. Blaze Powder. Eye of Ender. Noch ein Furnace. Ich will da einkürzen, wollte mich mal. Ich wollte schon sagen, da kann ich doch nicht nur auf einen Kurbelstoff, ich will tatsächlich keinen Kurbelstoff mehr. Gut, Ender Generator, dann nehme ich mal hier die. Ach, ich nehme jetzt mal so ein paar Enderperlen mit. Hab hier 3000. Und die irgendwie noch genug Beutel? Ja, muss. So, 3 Stacks, dann fülle ich den jetzt mal gerade auf. So, dann klatschen falsches Haus.
Hauptsache das Haus da hinten habe ich einmal aufgebaut, bin kein einziges Mal mehr reingegangen. Doof, 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 doof. Du siehst, wie lange der jetzt hält. Also der hält jetzt einfach mal 16 Stunden 40 Minuten. Das ist nur weit. Ja. Ja, ich habe echt Energieprobleme. Oder? Ja. Sieht jetzt nicht so wirklich stabil aus. Ah, verdammt. Ja, das reicht jetzt auch nicht mehr, um noch zwei Tesserakte zu machen. Dann würde ich jetzt einfach mal meinen Tesserakt laufen lassen. Weißt du, warte, ich beende dann jetzt mal hier vorzeitig die Folge. Hoffe, es hat euch schon mal gefallen. Dann mache ich jetzt offscreen schon mal, arbeite ich an zwei Tesserakten. Und hoffe, dass meine Energieprobleme gelöst sind. Auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in den Kommentaren. Danke nochmal, dass du dabei warst. Jo, gerne doch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss.